Servus Leute, hier ist wieder euer Manu und wie man sehen kann, bin ich mal wieder in meinem Haus und bin hier aktiv am, ja, nennen wir es mal Leveln. Ich habe überlegt, ich mache mir die Bretter doch nicht selber und zwar, ich lasse es einfach meinen Bollo hier machen. Wie man sehen kann, bin ich Level 72, fast Level 73, das heißt, ich habe es fast geschafft für meinen G-Alter. Hab mir sogar jetzt eben gerade schon alles erstellt, was ich dafür benötige. Dementsprechend möchte ich auch direkt ankündigen, dass ich am Sonntag, so gegen Mittag, vermutlich, das werde ich alles noch bekannt geben und das Video, ein Open Day mache, also ein Open House Day mit meinem Gilded Altar, also mit einem Altar, der 350% XP bringt. Also für Prayer, ist klar, ne? Dafür benötigt ihr am besten Drachenbones. Pro Runde halt eine Tinderbox dabei haben und zwei Marentier, wie ich euch alle schon gezeigt habe. Und ihr benötigt, wichtig, Firemake Level 30 oder höher. Denn ich habe keine Lust und auch kein Interesse daran, irgendjemanden von euch die Brenner anzuzünden. Und ohne diese Brenner kriegt ihr 50% pro Brenner weniger XP. Ich glaube, das ist euch nicht gerade lieb. Jo, ich bin, glaube ich, jetzt fast leveled up. Ja, noch ein Ding noch. Jo, habe ich sogar ein bisschen mehr XP, als ich überhaupt benötige. Aber das juckt uns ja nicht. Ja. Komm, 6K. Ey, wir haben mal 6K, wir zocken uns übelst ab, ne? Kann ich direkt 4400 Ohrglocks noch verkaufen. Die sind 100 GP each, ey, ohne Witz. Ich habe erst gedacht, so, ich habe versucht, die für 30 GP zu kaufen, genau, nach Bass und Belly erstmal. Kommt die Leine? Ey, willst du mich verarschen? Das ist die letzte verfickte Runde, die ich brauche. Die letzte Runde. Die letzte, seht ihr das? Die letzte Runde. Und er will noch 10k. Ja, weil der Boller will alle 8 Runden, will er 10k haben von mir. Oh, komm, jetzt kannst du dich verpissen, hau ab. Braucht ihr nicht mehr. Brauche ich ihn das nächste Mal, wenn ich hochleveln will. Der Nachbarshund, der geht schon wieder ab. Und wir sind Level 73 und wir können nichts Neues. Das ist echt dramatisch. Ja, die Bretter verarbeite ich jetzt aber eben noch. Ah, ein Auge. So. Oh mein Gott, jetzt rennt er weg. Oh, das ist ja dramatisch. So. Da muss ich direkt mal gucken, was benötige ich denn für Bababam, Sheppel. Bababam, Babam. Wie, Alter? Zwei Mapper. Zwei Bolts of Close, alles klar. Ich brauche sogar Geld? Ne, ich wollte gerade sagen. So. Yo, das wäre jetzt fast geworden. Wir sind Level 73, das bedeutet, wir porten uns erstmal nach Edgeville. Und holen uns die Sachen, die uns da eben die nette Guide gesagt hat. Edgeville. Das habe ich mir alles schon vorbesorgt. Ich bin pleite. Wie ihr sehen könnt, ich bin pleite. Gebe ich zu, ich bin Level 102. Nice, krass. Ich bin pleite, aber ich muss euch kurz was zeigen. Ich habe vorgesorgt, ein wenig vorgesorgt. 5951 Dragon Bones. Und habe noch ein bisschen. Irgendwo war hier noch Kohle. Irgendwo hatte ich noch. Ja, keine Ahnung. Irgendwo hatte ich noch Geld rumliegen, irgendwas, was ich verkaufen kann. Ja, die Stärke-Pot kann ich verkaufen. Ist doch egal, ich brauche auf jeden Fall. Eigentlich brauche ich 7K Bones, 7K Stück bis Level 80. Ich will nämlich Prayer Level 80 machen. Ja, ich will heute Nacht noch Prayer 80 machen. Ihr habt mich richtig verstanden. Wird eine Weile dauern. Ich glaube, man macht 1200 Bones pro Stunde. Aber ist jetzt auch schnupp. Wir brauchen, wie habe ich mir alles schon besorgt? Weil ich mich schon sowas dachte, dass ich am Ende knapp bei Kasse bin. Weil ich mich manchmal ein bisschen verschätze. 1, 2, 3, 4 waren das doch. Waren doch jetzt gerade 4, oder? Ach, wir nehmen einfach mal 4. Waren es 2 oder 4? Oh, ich bin so vergesslich, das ist schlimm. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, oh mein Gott, das waren eindeutig zwei. Ich wette mit euch, es waren bestimmt zwei. Ihr wisst es jetzt, aber ich weiß es nicht. Dem war es zwei. Zwei Balls of Close. Ich will nicht nochmal zurückkommen. Zwei. Gut, wir brauchen zwei. So. Dann nehmen wir uns direkt ein paar Limestones noch mit, denn wir brauchen. Denn irgendwas wollte ich dann noch bauen. Wo ist denn das jetzt schon wieder da? So, dann wollte ich noch ein paar Statuen bauen. Und Teppiche, die Teppiche. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Waren nur ein paar mehr Runden mit dem Portmoss. Das zeigt mal raus. Und bauen direkt noch den Teppich, denn gleich dort. Warclocks können wir ins Lager packen. Geld brauchen wir halt nicht. Poppen wir sie rein.
So. Und bauen unseren G-Altar, den wir ganz getrost benutzen werden heute Nacht noch. Gekonnt nutzen werden, wollte ich nicht sagen. Aber ist okay. Und wenn ich dann Prayer Level 80 bin, werde ich zu Dagger of Kingsmorn gehen. So, guckt ihn euch nochmal das letzte Mal an, hier diesen netten Limestone, Altar, whatever. Wir removen ihn jetzt. Loser. Er ist weg. Das sollte mein Magie-Altar nicht tun, denn ich erkläre es euch kurz. Marple Block ist 330k, glaube ich, im Laden wert. Einer. Im Laden, also im NPC. Und ein Goldleaf sind 130k. Das heißt, so ein Altar kostet einfach mal... Ach, stimmt. Ich habe was vergessen. Einen Moment, und wir bauen erstmal die Truhe hier. Bestimmt nicht mehr Marble Block ins Ding. Limestone Brick. Machen wir erstmal übelst hässlich hier. So, was brauchen wir dafür? Mahagoni und Stahlbarren. Dann können wir so eine schöne Orgel, da kann man drum rumspielen. Das machen wir ein anderes Mal. Aber auf jeden Fall brauchen wir jetzt. Wir machen jetzt eine auf Küchenfrau hier. Wir benötigen Tee. Könnt ihr direkt mal was lernen für die Allgemeinheit? Wie stellt man Tee her? Wir brauchen eine Schüssel. Dann brauchen wir das hier noch. Verdammt. Wir müssen kurz in normalen Modus rein. Denn ich kann im Baumodus nichts auf den Boden schmeißen. Ich bin voll gerade. Das bedeutet, das ist unpraktisch. So, wir benötigen jetzt noch einen Teapot. Haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch einen Cup. So. Jetzt füllen wir die Kettle. Das sieht echt fett aus, wa? Limestone übelst klein im Inventar und übelst dick auf dem Boden. Heftig. So, das ist jetzt mit Wasser voll. Pass mal auf den Herd. Da runternehmen. Ja, nimm runter. Danke. Das Gras in... Ach nee, Gras da rein. Zack, Wasser dazu. Hallo, ich bin Cooking Level 95. Ich muss wissen, wie das geht. So, wieder aufheben. Will ich nicht verlieren. Beziehungsweise vergessen. Wieder in den Berg. Halt die Fresse, ich habe nichts verloren. So. Ich bin der Meinung, ich habe mich vorhin auch versucht zu porten, man kann die Tasse Kaffee nicht, Tee nicht rausnehmen. Was macht diese Teekanne? Die raised mein Level jetzt um 2 Punkte. Ich habe jetzt Baukunst Level 73. Benötige aber, wie ihr gerade gesehen habt, benötige ich Level 75. Sonst kann ich hier nur diese komischen Marple, das will ich ja nicht. So, das heißt, wir trinken nicht jetzt. Zack, Level 75. Bild, Geld, Alter. Oh mein Gott, das war gerade teuer. Egal. Wir haben es halt drauf. So. Wenn man jetzt die Brenner anmacht, dann, also die hier auf Rechtsklick, Light Incense Burner, dann kriegt man einen Bonus von 350%. Was benötigen wir hier? Wir benötigen, oh Gott, zu teuer. 4 Bolt, okay. 4 Cloves, okay. Magonia 4x6 Stahlbarren. Okay. Das machen wir doch direkt zusammen. Dann mal. Okay. Ich bin schnell bei, sonst vergesse ich die Zahl wieder. Wo ist es? 2, 3, 4. 1, 2. Und 8 Closes. Ah, verdammt. Den halt nicht. Wir haben nur 4. Shit happens. Ins Haus porten. Alter, die alle so hoch, ey. Mann, die skillen wahrscheinlich alle nur ihre PvP-Skills, also hier ihre Skills, die halt ihre Level erhöhen. Ethik, Stärke, Verteidigung. Ich bin ja eher so ein Allrounder mit meinem Total 1460. Wo sich viele schon denken, oh mein Gott, wie hoch ist der Typ? Aber, nee, es geht viel besser. Ich habe letzter Zeit sehr wenig Zeit gehabt. Und auch kaum Ambition. Ich war übelst müde und blablabla. Yo, da kann man jetzt übelst Musik spielen. Yo. Ich glaube, ich werde noch die Wände verändern. Ja, das machen wir jetzt. Boah, verreckern. AIDS, ey. Stirb an AIDS. So, das machen wir direkt zusammen. Denn ich zeig euch. Warte, aber wer war da gerade? Ich dachte gerade immer, den ich kenne. Das. Soll ich direkt so zeigen, wie es aussieht? Das. Barock.
Alter Mann. Nein, ich rauche nicht. Ich bin bloß erkältet. Aber whatever. Auch ein Gott erkältet sich mal. Nein, Spaß. Yo, das heißt, heute Nacht werde ich noch einige Prayer-Level machen. Da, den sprechen wir an. What can I do for you? Can you blablabla? Ja. What style? Firminiken style, white, washed, basic stone, more. Wir wollen das teuerste. Fancy stone, tropical woods. Natürlich das teuerste, oder? Wir sind halt die coolsten. Ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Ich habe aber das teuerste genommen, weil 25k, seriously. Komm schon. Na also, das sieht doch schon mal nett aus, oder? Das sieht schon etwas ansprechender aus. Also ich bin jetzt der Meinung, ich sollte die Burner auch ändern. Aber ich glaube, dann werdet ihr mich hassen. Wir können kurz mal nachgucken zusammen. Incest Burner hier. Moment, ist es der kleine hier. Mit zwei Stahlbarren. Und wenn ich jetzt den großen nehme, den hier, dann benötigt, er gibt auch 50%, also der verändert sich nicht viel. Benötigt man dann ein höheres Level zum Anmachen? Level 65, ja, das ist aber nur Baukunst. Leiter mit Maximum Player. Naja, ich könnte es ja ausprobieren, aber viel am Style verändert das Ding auch nicht. Das Einzige, was sich wirklich verändern würde, wären die Kälte, also ja, Marble Burner, der sieht echt anders aus. Weil es einfach mal edel aussieht. Das werde ich aber auch irgendwann mal machen. Der hält 2 Minuten und 10 Sekunden, das sind genau 2 Runden. Aber das passt doch. Jo Leute, so sieht's aus und Sonntag mache ich also mein Open House Day. Sonntag den... Ist es denn der 7.4.? Sonntag der 7.4. mache ich mein Open House Day. Und ich glaube, ich baue jetzt direkt noch einen Keller. Einen Dungeon. Aber wo setze ich den Dungeon hin? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Baue ich den hier hin? Direkt den Eingang? Das wäre eine Idee. Na, da denke ich nochmal drüber nach. Ja, die Küche da hinten ist auch schon recht praktisch. Und ich habe das ein bisschen so geplant. Ich will, dass man, wenn hier reinkommt, dass man direkt rechts den Altar hat. Also wenn man reinkommt, direkt einen Altar. Oder wenn man Teletubbies herstellt, hier den Teletubbies herstellen kann. So, und da muss ich auch noch was machen. Denn Study, ich glaube, da kann man nicht Haus-Teleport-Tabs herstellen. Lambert-Schotter da und Varrock und Saphir-Ancient-Ding. Ah, das mache ich noch verändern. Da will ich mich nachher noch Haus-Teleport-Tabs herstellen können. Denn die sind Safety. Also wenn ihr euch dann irgendwo bei Bossen wegportet, solltet ihr dann schon... ja. Ihr solltet schon Haus-Teleport nutzen, weil wenn ihr dann in eurem Haus sterbt, dann ist es scheißegal. In eurem Haus verliert ihr ja nichts. Von daher... Was kostet so ein Icon? Sag's mir, tu es. Zu teuer. Hässlich. Margonienplanktümer und 2 Goldleaves. Sieht alles hässlich aus. Dein Ernst? Samurak-Icon, Gutix. Aber 260k nur wegen so ein bisschen Dreck. Nee. Lass ich so. Sieht gut aus. So, Leute, wie gesagt, Sonntag. Seid dabei, wenn ihr möchtet. So, ich vermute, so circa 16 bis 18 Uhr wird es circa sein. Wieder nur 2 Stunden, weil länger als 2 Stunden mache ich kein Open House, der länger braucht jetzt auch nicht. Jo, haut da rein, viel Spaß beim Zocken. Das war mein Baukunst, Level 73 plus 2, 75. Jo, Gildenaltar, haut da rein, viel Spaß beim Zocken. Ciao.